denn da wissen wir, dass wir Gutes tun. Wir tun der Sportstiftung insbesondere Gutes für unsere Jugend, für die Jugend des Kreises, für die zukünftigen Sportler. Und wenn man sieht, dass einer unserer Sportler aus dem Kreis, der Christian Reif hier in London die Farben Deutschlands vertritt und eventuell, wir hoffen es und drücken ihm fest die Daumen, auch eine Medaillenchance hat, dann ist es toll, auch für die jungen Sportler, die hier sind, als Anreiz, um hier auch mal in diesen Fußstapfen zu treten. Guten Tag, liebe User bei Metropolregion Rhein-Neckar-News, dem Online-Nachrichtenportal aus der Metropolregion. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Die Sportstiftung der Kreissparkasse Rhein-Pfalz hat insgesamt 3.800 Euro an Sportler aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und der Region vergeben. Der Vorstandsvorsitzende Clemens G. Schnell begrüßte die anwesenden Gäste und seine Kollegin, Vorstandsvorsitzende Elke Rottmüller, übergab auch in der Funktion als Vorsitzende der Sportstiftung die Preise an die vom Kuratorium ausgewählten Sportler. Und was mich besonders gefreut hat, sein nächstes Ziel, ganz einfach, 2016 Rio de Janeiro. Also wir wollen Sie dabei unterstützen und dafür, Herr Reichert, Sie machen die Herren 100 Euro monatlich, also insgesamt 1.200 Euro. Von der Sportstiftung bedacht wurde dieses Mal Rebecca Külps. Sie ist Gewichtheberin für den AC Altrib und ist aktuell deutsche Meisterin der Jugend B. Maximilian Hoog, er kämpft als Judoka für den JSV Speyer und gehört dem Nationalkader an. Simon Gräf aus Waldsee, er ist Nachwuchsschütze und hat schon einige hochkarätige Turniere für sich entscheiden können, sowie Julia Fehr, sie betreibt Leichtathletik bei der TSG Mutterstadt in der Disziplin Rasenkraftsport und hat auch schon einige gute Erfolge erzielt. Ebenfalls über eine Förderung freuen durfte sich Viktor Ganzei vom Athletenclub Mutterstadt, der amtierende deutsche Meister der C-Jugend, war allerdings nicht anwesend. Er war in einem Trainingslager. Insgesamt hat die Sportstiftung der Kreissparkasse Rhein-Pfalz 3.800 Euro an Nachwuchssportler aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und der Region vergeben. Was sind so deine Erfolge bisher? Also mein größter Erfolg war der 8. Platz bei den Europäisch-Olympischen Jugendspielen in der Türkei. Ich bin mehrfache deutsche Meisterin im Rasenkraftsport und im C-Kader von Deutschland. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Rasenkraftsport? Also das ist eine Mischung aus Leichtathletik und Kraftsport. Die Disziplin Hammerwurf, Gewichtwerfen, das ist ein kurzer Hammer und Steinstoßen. Und wie weit wirfst du so einen Hammer? Also meine Bestweite liegt bei 52,88. Und was sind deine Ziele? Was hast du vor? Also jetzt dieses Jahr noch zu den deutschen Meisterschaften und dann Olympia 2016. Für was für eine Sportart bist du heute ausgezeichnet worden? Ich bin Sportschütze. Mit Pistole, mit Gewehr? Ich schieße Kleinkalibergewehr und Luftgewehr. Und was für Erfolge hast du bisher schon erzielt? Ich war mehrfacher Landesmeister, war bei internationalen Wettkämpfen unter den ersten fünf, war auch schon auf dem Podium gestanden international und bei den deutschen Meisterschaften ist meine beste Platzierung der 10. Platz. Und wie intensiv ist so ein Training bei den Sportschützen? Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, ob ein wichtiger Wettkampf bevorsteht oder nicht. Je nachdem zwischen 2 Stunden und 5 Stunden pro Tag und je nachdem 1 bis 5 Mal die Woche. Was für ein Talent muss ein Sportschütze mitbringen? Ruhe, Konzentration und vor allem keine Nervosität aufzeigen. Wie kann man das trainieren? Das erfolgt durch jahrelanges Training. Hat man da speziell im mentalen Bereich irgendwie eine Methode, wie man sich da vor einem Wettkampf vorbereitet? Also jeder hat da seine eigene Methode. Der eine hört Musik, der andere schottet sich komplett um sich herum ab, sodass er gar nichts mehr mitbekommt. Und andere erzählen Witze und hören ja meistens Musik. Und wie hältst du das? Wie bereitest du dich auf so einen Wettkampf vor? Wie hältst du deine Nerven unter Kontrolle? Ich höre meistens Musik und erzähle mit meinem Trainer lange Gespräche vorher. Das lenkt mich sehr ab. Was für eine Musik wird so gehört, wenn man dann kurz vor so einem Wettkampf steht? Mehr Klassik oder mehr Rock oder was hört man so? Alles Mögliche, von A bis Z. Keine genaue Richtung.
Ich habe den deutschen Meistertitel in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo mit 52 im Reißen und 62 im Stoßen geholt. Und wie kommt man als Mädchen zum Gewichtheben? Als ich habe Fußball gespielt gehabt, war dann verletzt, habe dann Reha gehabt und dadurch bin ich so in die Richtung mit Kniebeuge und sowas gekommen. Und da meine Cousine, die Sabrina Bug, das gemacht hat, hat sie gemeint, ja, komm noch mal mit. Und dann, ja, bin ich dabei geblieben. Wie trainingsintensiv ist das jetzt in deinem Alter und wie lässt sich das dann verbinden mit der Schule? Trainingsintensiv in dem Sinne 3 bis 4 Mal die Woche. Techniktraining und Krafttraining, dazu kommt dann meistens noch 1 bis 2 Mal die Woche Ausdauertraining. Mit der Schule ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil jetzt auch in der Oberstufe gerade bis mittags Unterricht ist und dann mit dem Lernen noch, aber das geht schon, weil mein Trainer auch ziemlich darauf achtet, dass der Spagat zwischen Schule und Sport gemeistert wird. Was sind deine Ziele? Verletzungsfrei erstmal durch die Saison kommen und gucken, was das Jahr bringt und ja, mal sehen, was draus wird. Was sind deine bisherigen Erfolge? Ich war letztes Jahr in der U17-Nationalmannschaft und habe jetzt die Altersklasse gewechselt in die U20 und wurde übernommen in die Nationalmannschaft und habe mich platziert auf der deutschen Meisterschaft. Internationale Erfolge habe ich noch keine, aber wir arbeiten dran. Wie trainingsintensiv ist deine Sportart? Wie viel Mal trainierst du und wie lässt sich das vielleicht auch vereinbaren mit deinem beruflichen Werdegang? Also ich trainiere von Montag bis Freitag in Speyer und habe auch an manchen Tagen 2-mal Training am Tag. Am Wochenende ist meistens ein Turnier. Und ich bin halt noch auf der Schule, in der 12. Klasse, mache nächstes Jahr Abitur. Elke Rottmüller, sie ist Vorsitzende bei der Stiftung, bei der Sportstiftung der Kreissparkasse Rhein-Pfalz. Frau Rottmüller, heute Abend sind Preise vergeben worden an junge Sportler. Was ist die Intention der Kreissparkasse? Unsere jungen Sportler aus dem Kreis zu begleiten. Wenn Sie sehen, was heute schon an Aufwand betrieben wird, wenn man ein Stück weit Leistungssport betreiben will, was an Aufwand auch auf die Eltern zukommt, Fahren, was Ernährung angeht, was Ausstattung angeht. Und das wollen wir fördern in einer Klasse, wo die Jungen und Mädchen noch am Anfang, in Anführungszeichen, ihrer sportlichen Karriere stehen. Wenn sie dann mal von der Sporthilfe entdeckt werden, dann ist die finanzielle Ausstattung besser. Aber bis dorthin wollen wir sie begleiten. Und das ist unsere Hauptintention, Sportler aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zu fördern und sie bei ihrem Sport zu unterstützen. Jetzt waren da ganz erfolgreiche Sportler diesmal wieder dabei, deutsche Meister, schon die internationale Wettkämpfe schon gemacht haben und sich dort platziert haben. Nach welchem Kriterium sucht die Sportstiftung der Kreissparkasse Rhein-Pfalz die Sportler aus? Wir suchen die gar nicht aus, sondern wir bieten auf unserer Internetseite unseren Förderantrag zur Sportstiftung. Ich kann nur immer sagen, liebe Sportlerinnen, Sportler, Sportvereine aus unserem Kreis, weil das ist, wir sind eine Kreissparkasse, wir sind für den Rhein-Pfalz-Kreis und seine Bürger da. Sie müssen auf uns zukommen, sagen, wir hätten den oder die Sportlerin, wir haben das und jenes Projekt vor. Dafür über die Internetseite ist es ganz einfach, sich das auszudrucken, einen Förderantrag zu stellen. Die Sportstiftung tagt 2-mal im Jahr, das Kuratorium, und darüber befinden wir, ist das förderungswürdig und in welcher Höhe.